So, ich mache hier ein kleines Video. Für dieses Video brauche ich ein paar Zutaten. Ein paar Würstchen, einen Behälter, wo ich die Würstchen gleich reintun kann. Dann gehe ich mal hier hin. Eine Kombination aus Zaubertuch und Zauberstab. Ein Messer. Damit rücke ich gleich der Demokratie zu Leibe. Ja, dann brauche ich noch ein wenig Zaubersalz. Ihr könnt ja hier so ein Billigsalz nehmen von Ökotest, mit sehr gut bewertet. Ist Idiotsalz drin, Quatsch, Jodsalz natürlich, und Fluorid. Warum Ökotest sowas mit sehr gut bewertet, weiß ich nicht. Dann kann Amnesty International eigentlich auch gleich einen Folterknast mit sehr gut bewerten. Ich nehme dieses Salz hier nicht, ich nehme das hier mal gerade als Unkrautvernichtungsmittel. So, das muss reichen, wir nehmen was anderes. Also hier, für unser Video, nehme ich hier das gute Salz. Kaufen wir mal 25 Kilo Säcken, verteile das untereinander. Kilo so 1,30, 1,50. Da ist kein Jod, kein Fluorid drin. Und wenn er damit mal Kartoffeln isst, schmeckt wesentlich besser. So, die Würstchen, das sind nicht irgendwelche Würstchen, also keine Wiener, keine Frankfurter, sondern diese Würstchen, das müssen hier bei uns schon echte Deutschländer sein. Warum? Dieses Würstchen soll das deutsche Volk symbolisieren. Deswegen Deutschländer. Und was sehen wir bei unserem Würstchen? Wir haben hier sehr viel Mitte, ein bisschen was rechts, ein bisschen was links, so wie das Volk halt ist. Jetzt haben wir natürlich die Diskussion immer wieder zwischen den Rechten und den Linken. Die Rechten würden gerne die Linken verbieten oder einen Knast stecken. Die Linken möchten gerne die Rechten verbieten oder einen Knast stecken. Ja. Und die in der Mitte, die sehen sich das an und machen da auch ganz gerne mit, weil sie denken halt, da bleibt mehr für sie über. Und mal gucken, was so passiert. Wir nehmen unser Zaubertuch. Wir nehmen unser Messer. Und jetzt nehmen wir mal einen chirurgischen Eingriff vor und schneiden mal hier von unserem deutschen Volk die rechte Seite ab. Rein damit. Ja, die brauchen wir nicht mehr, die treten nicht mehr zur Wahl an, die werden nicht mehr gewählt. Und weil das so schön ist und so wunderbar funktioniert hat, keiner hat funktioniert, da sagt sich die Mitte, dann machen wir mit denselben Argumenten die andere Seite auch gleich noch mundtot. Zack, bumm, linke Seite auch weg. Auch da rein. Wir sehen jetzt, rechts und links ist da drin. Was bringt das? Gucken wir uns das mal an. Nehmen hier ein wenig von dem Zaubersalz. Hokus pokus simsalabim, dreimal schwarzer Kater. Und da ist unser Würstchen wieder. Was sagt schon das Sprichwort, das alte? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Auch wenn wir da was abtrennen, haben wir immer noch eine rechte Seite und immer noch eine linke Seite. Hat also gar nichts gebracht. Eigentlich ist nur die Mitte etwas kleiner geworden. Ja, sehr merkwürdig. Aber so ist das nun mal. Sehen wir uns mal die Sache ein bisschen weiter an. In der Mitte, dann nehmen wir allgemein so Parteien wie die Grünen, die SPD, die FDP, CDU, CSU. Ja, trennen wir die mal in der Mitte durch. Und dann gucken wir uns mal an. Ein Teil der Mitte trennen wir nochmal ab. Ist schon viel zu alt zum Wählen. Leben im Altersheim, Pflegeheim, wissen nicht mehr, was zu tun. Die gehen nicht mehr wählen. Der andere Teil, der ist viel zu klein. Die dürfen noch nicht wählen. Unter 18. Also auch nicht. Und dann gibt es ja noch mal einen Teil, der geht einfach nicht wählen. Einfach nur so. So, und was stellen wir dann fest? Von unserem stolzen deutschen Volk Würstchen, von unserem deutschen Deutschländer hier. Ja, so sah das mal aus im Ganzen.
haben wir noch so einen kleinen Rest, der darüber entscheidet, wer uns regiert und wer nicht. Ja? Also besonders berauschend ist das nicht mehr, weil die Mehrheit geht ja eh nicht mehr wählen. Gerade dann, wenn man da auch noch rechts und links was abschneidet. Normalerweise ist das ja so, dass in einer Demokratie das Volk entscheidet, wer regiert. Das macht man eben mit Wahlen. Ein Land, wo die Regierenden entscheiden, wen das Volk überhaupt wählen darf, das nennt man allgemein nicht mehr Demokratie. Das hatten wir schon mal, das gab es in der DDR. Da hatten wir unsere Liste SED und die Leute durften da Ja ankreuzen, SED und nichts anders. Zustimmung 97,7% oder mehr. Mit Demokratie hatte das angeblich nichts zu tun. Jetzt will man also wieder hergehen und dem Volk vorschreiben, was sie zu wählen haben oder nicht. Ich meine, die Sache ist doch relativ einfach. Wenn die in der Mitte nicht wollen, dass das Volk rechts oder links außen wählt, dann muss man das nicht verbieten, dann müssen die einfach eine bessere Politik machen. Je besser die Politik ist von denen, die regieren, umso weniger hat das Volk Grund, nach rechts oder links abzuwandern. Und Verbote bringen da wirklich gar nichts, sind einfach nur Demokratie schädigend. Deswegen können wir hier jetzt unsere Demokratie auch schon mal langsam und das deutsche Volk beerdigen.